Ich möchte dir diese eine Zubereitungstechnik für zu Hause zeigen, mit der du ganz entspannt deinen guten Alkohol konsumierst. Und das Tolle ist sogar, es funktioniert auch mit nicht so guten. Denn diese Art und Weise ist gar nicht schlecht. Manchmal auch für Sachen, wo man denkt, na ja, so toll sind sie nicht. Aber plötzlich werden sie ganz trinkbar. Die Rede ist von einem Collins. Und tatsächlich erlaube ich mir heute so einen kleinen Twist, aber die Idee ist das gleiche. Und das Schöne ist, es ist so ein bisschen, einfach wenn man nicht so viel Bock hat und das Ganze, den ganzen Alarm nicht möchte, man braucht nicht viel. Wir hatten ja früher nichts. Es ist sehr einfach, man braucht ein großes Glas. Und jetzt könnte man ein bisschen klugscheißen und sagen, hallo, das ist übrigens ein Collins-Glas, das ist kein Fizz-Glas. Es ist kein Highball-Glas, sondern ein Collins-Glas, ist größer. Es hat meistens 30 Zentiliter oder mehr Inhalt. Und es galt auch schon früher als das größte Glas an der Bar, denn ein Collins ist ein langer Drink, long drink, und der ist sehr erfrischend. So, und man braucht nicht viel. Man braucht eine Zitrusfrucht. Also hier haben wir so eine, man kennt das ja, wenn man so Limetten kennt, hier ist schon so eine kleine Druckstelle, würde ich sagen, aber die sieht schon so ein bisschen, die hat hier schon 4 Tage in der Halle gelegen. In Ahrensburg, aber die ist immer noch gut, so wie bei euch im Kühlschrank vielleicht manchmal, oder man kennt es ja. Und die halbieren wir jetzt einfach. Das könnte man, also das Original würde man mit Zitrone und Zucker machen, aber Limette und Zucker funktioniert extrem gut, gerade mit so ein bisschen exotischeren Spirituosen. Dazu kommen wir gleich. Dann nehmen wir den berühmten Mexican Elbow und pressen uns den Saft möglichst raus. So. Jetzt machen wir das, wir machen ja ein bisschen entspannt. Wir wollen jetzt ja nicht so großen Alarm machen, deswegen, jetzt müssen wir das ein bisschen abschätzen. Was haben wir denn hier? 2,5 cl, 3 cl. Dann würde ich mal so 1,5 bis 2 cl Zucker zugeben. Also es ist immer so ein bisschen, wir haben oft das Verhältnis 3 zu 2, 3 Teile Säure, 2 Teile Zucker. So. Probieren wir mal, ob uns das schmeckt, süß und sauer. Es schmeckt uns sehr gut. Es ist noch zu frisch. Nee, ist perfekt. Und was jetzt kommt, die Spirituose eurer Wahl. Also ich kann raten, dass man bei solchen Sachen wie Gin, Whisky, keine Ahnung, Calvados, Cognac und so, würde ich vielleicht eher immer Zitrone nehmen, Zitronenzucker. Und bei solchen Sachen wie Rum, Cachaça, Tequila, Mezcal. Alles, was so ein bisschen eher vielleicht lateinamerikanisch ist, freut sich über die Limette. Und ich nehme, ach, das habe ich auf. Können wir im Shop verkaufen hier. Mache ich nachher einfach wieder zu. Es gibt eine Spezialaktion, benutzte Flasche. So, ich benutze Cachaça, Jaguara, der ist richtig gut. Und zwar so 6 cl. 7. Cachaça ist ja ein bisschen das getretene Kind in Deutschland, denn Cachaça wurde in Deutschland ja ein bisschen rauf und runter gespielt ab den 70er Jahren durch Caipirinha auf den Straßenfesten und so weiter. Es ist in Deutschland ziemlich durch die Straße gezogen worden, was dem Straßenkind aus Brasilien eigentlich gar nicht so recht tut, weil ich finde, Cachaça ist eine brutal gute Spirituose. Tatsächlich gibt es da eine Menge Rock'n'Roll zu Cachaça, aber Cachaça ist zum Beispiel im Gegensatz zu Rum ziemlich gut geschützt, also was so die Inhaltsstoffe angeht. Das ist eigentlich immer, also wenn es denn offiziell zertifiziert ist und nicht nur von einem Schwarzbrenner kommt, ist das richtig gutes Zeug. Da ist nicht so viel Schrott drin wie bei vielen Rumsorten. Also es gibt natürlich tolle Rumsorten, aber bei Rum darf man noch eine Menge kleine Schweinereien benutzen, die in Cachaça meines Wissens nicht erlaubt sind. Sowas wie Glycerine und sowas. Und böse Zungen würden ja zum Beispiel behaupten, Cachaça ist so wie Rum Agricole, denn es ist der bessere Rum. Denn er wird aus frischem Zuckerrohr gemacht, statt aus den Abfallprodukten der Zuckerproduktion. Etwas spitz zugestimmt. Aber Cachaça ist wirklich toll. Wenn er gut gemacht ist, hat er diese Frucht, das Zuckerrohr ist unglaublich gut. Und Jaguara ist so einer. So, jetzt haben wir eigentlich schon den Drink. Also wir haben Säure, Zucker, Alkohol. Alles richtig lecker. So. Und jetzt Eis. Damit aus dem Sour Mix mit dem Alkohol ein Collins wird, brauchen wir ein bisschen Eis. Wir müssen aufpassen, dass wir spritzen hier. Und
zwar möglichst viel. Was das Schöne an einem Collins ist, es ist wirklich Lazy Bartending, denn man muss es nur rühren. Man braucht keinen Shaker, man macht das so im Glas. Und wichtig daran ist, man muss Sodawasser hinzugeben und gar nicht mal so wenig. Also ich würde jetzt auch nicht Unmengen drauf geben, aber da kann man sich so ran, da kriegt man irgendwann ein Gefühl für. Also beim Fizz sind es ja eigentlich oft nur so 2, 3, 4 Cl und beim Collins sicherlich 5, 6, 7, 8, 9, 10, je nachdem wie man es mag, aber ein bisschen mehr. Also eigentlich bauen wir uns gerade eine Limonade, Zitrussäure, also Limette oder Zucker, Limette oder Zitrone, Zucker und Soda ist eine Limo. Jetzt haben wir da aus Versehen noch ein bisschen viel Cachaça reingemacht, also quasi eine brasilianische Limonade. Und fertig wäre im Prinzip der Collins. Cheers. Wie gesagt, man sollte ein bisschen umrühren, jetzt merkt man auch schon, schön kalt außen. Es gibt tatsächlich so eine Liste mit Namen, und da komme ich auch nochmal zu, wenn wir das hier so alles abarbeiten, was wir noch alles trinken müssen. Ne, mit Gin ist immer die Frage, nennt man es John Collins oder Tom Collins? Mache ich ein anderes Video zu, hier kommen noch mehr Trinkabenteuer. Und dann gibt es so Listen so mit Rum, mit weißem Rum, ist es Pedro, es gibt verschiedene Namen, die sind auch nicht alle immer ganz safe. Mit Bourbon heißt ein Collins oft Colonel Collins, aber wie gesagt, manchmal gibt es andere Spiele an. Ich weiß tatsächlich nicht, wie er mit Cachaça heißt. Ich weiß nur, dass es richtig lecker ist. Das ist richtig lecker. Ich sträube mich gegen sowas wie Kaipi Collins. Also wir sind hier, also ein bisschen Klasse müssen wir schon behalten. Was ich hier unbedingt nochmal ausprobieren wollte, also ist vielen bekannt, habe ich auch schon mal beim Mojito-Video gemacht. Einige Tropfen Cocktailbitters, gerade so bei Rum. Also ich mag es total. Bei weißem Rum mit aromatischen Bitters, Angostura oder hier der Dale de Groff mit seinem Piment. Ich mag aber auch solche Sachen wie Pichot, weil die so eine Frische reinbringen, den Absinthton. Kann hier vielleicht ein bisschen viel sein. Nicht wundern, diese Flasche gibt's auch im Shop. Ist absolut empfehlenswert. Geiler Cocktail, bitte. Allerdings sieht die Flasche im Shop anders aus, denn das ist noch ein altes Format. Die neuen sind ein bisschen kleiner. Hier ist nämlich auch leider nur so kein. Das muss man sehr aufpassen, dass da nicht zu viel rauskommt. So. Ich mache mal hier so ein paar, ne? Ist gar nicht so leicht mit so einer großen Öffnung. Früher gab es noch so Stopfen für. Ich will. Jetzt kommt's so. Aber die Flasche war nicht ganz so praktisch. Und die neue Flasche ist wirklich ein bisschen. Aber ich habe noch ein bisschen vom alten, deswegen lassen ja nichts verkommen. Ne? Jetzt wird es nochmal so ein bisschen Pimento, würzig. Ich glaube, fast noch ein bisschen geiler. Auf jeden Fall fast ein bisschen die falsche Jahreszeit. Wir sind ja hier schwer im November, also zumindest wenn ich das Video aufnehme. Für den Sommer ein echter Knaller, aber auch wirklich für zu Hause. Wie gesagt, ein schöner Drink zu Hause, Collins, einfach Zitrone, Limette, Zucker, Spirituose, kalt rühren, lange kalt rühren, ein bisschen Soda dazu unterrühren, dann ist es eigentlich fertig und es macht eine Menge Spaß. Es geht ganz ohne Shaker. Manchmal, nicht immer, aber oft. Also viel Spaß damit und irgendwo hier im Link bei Trinkabenteuer. Komm, ich mache euch einen Rabattcode. Solange der, wie soll ich den denn machen? Solange der Vorrat reicht. So, dann. Also, ich mache, solange der Vorrat reicht. Jetzt wird's ganz schlimm. Kaipi Collins. Wollten wir eigentlich nicht sagen. Jetzt ist es der Rabattcode. Damit gibt's, solange der Vorrat reicht, 5 Euro Rabatt auf diesen geilen Cachaça. Jaguara. Branca. Ist wirklich gut. Kann ich sehr empfehlen. Sowieso eine Welt. Caipirinha ist klar. Brasilectro, andere. Also gibt viele tolle Drinks damit. Einige kommen auch noch hier im Kanal. Nicht vergessen den mega Wassermelonen-Drink damit von Svetlana Holz. Gibt's bei uns auch auf dem Blog zu lesen. Aber kann ich sehr empfehlen. Also. Kaipi Collins. Wollten wir nicht sagen, jetzt ist der Rabattcode. Gibt, solange der Vorrat reicht, 5 Euro Rabatt auf die Flasche Jaguara. Und ansonsten würde ich sagen, heiter weiter Collins mixen. Cheers.